Um innovative Geschäftsmodelle zu identifizieren, hat das EU-Projekt Robismo ländliche Betriebe in 11 europäischen Ländern untersucht. Ihre Mission? Erfolgsrezepte ermitteln und bestimmen, um andere zu inspirieren. Ihre Untersuchung zeigt, dass ländlicher Aufschwung eng mit kreativem Unternehmergeist, geografischer Lage und stabil verfügbaren Netzwerken zusammenhängt. Dennoch überleben viele gute Geschäftsideen nicht, wenn sie mit der Realität konfrontiert werden. Auch mit einem zutiefst wertvollen neuen Produkt oder Service können Defizite im gewählten Geschäftsmodell den Erfolg verhindern. Um die Erfolgselemente zu veranschaulichen, nutzt Robismo ein Business Model Canvas. Dieses visuelle Gerüst hilft, die Zutaten, die eine Geschäftsidee in ein existenzfähiges und skalierbares Unternehmen verwandelt, zu sammeln, zu verstehen und besser zu vermitteln. Der Businessplan enthüllt die Stärken, Schwächen und Potenziale bereits bestehender und sich entwickelnder Unternehmen. Es kann auch dafür genutzt werden, komplett neue Ideen zu entwerfen, um Existenzgründer dabei zu unterstützen, an alle wichtigen Details für einen erfolgreichen Betrieb zu denken. Ein wichtiger Schlüssel für ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist, die Kunden und ihre Bedürfnisse genau zu verstehen und zu wissen, was genau sie zufriedenstellt. Es ist wichtig, den Warenwert vom Blickwinkel des Kunden aus zu betrachten. So kann man sein Produkt oder die Dienstleistung verbessern und mit bereits bestehenden Lösungen mithalten. Neue Lieferoptionen ermöglichen den direkten Draht zum Kunden. Sowohl regional als auch international können neue Technologien den direkten Kontakt zwischen Produzent und Käufer vereinfachen. Zunehmend wichtiger ist die Kundenbetreuung vor, während und nach dem Verkauf. Die Beziehung zum Kunden kann Alleinstellungsmerkmal und genauso bedeutend sein wie das Produkt oder die Dienstleistung selbst. Die Einkommensquelle wird vom Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung bestimmt, den die Kunden bereitwillig zahlen. Aber jede geschäftliche Tätigkeit bringt auch Kosten mit sich. Zuallererst müssen alle Schlüsselaktivitäten identifiziert werden, die nötig sind, um eine Ware zu entwickeln, zu produzieren und auszuliefern. Um sicherzugehen, dass alles, was nötig ist, um den Betrieb hochzufahren und wirtschaftlich zu arbeiten, vorhanden ist, muss man diese immer wieder prüfen und anpassen. Um diese Schlüsselaktivitäten zu realisieren, benötigt man bestimmte Rohstoffe. Zum Beispiel, welche Kenntnisse und Materialien sind erforderlich? Jedes Unternehmen benötigt andere Rohstoffe, wie Personal, Finanzmittel, natürliche Ressourcen oder technische Ausrüstung. Für den Erfolg eines Betriebs ist die Sicherstellung der essentiellen Rohstoffe entscheidend. Das Gleiche gilt für die Hauptpartner, die ein Unternehmen braucht. Man muss Schnittpunkte und Wechselwirkungen mit anderen genau untersuchen. Ein starkes Netzwerk kann Partner einschließen, die beim Management, im Personalwesen, bei Forschung und Entwicklung oder der Kapitalbeschaffung unterstützen. Bei manchen Betrieben reicht aber auch der starke Unternehmergeist einer einzigen Person. Diese Aktivitäten, Ressourcen und Partner sind mit Kosten verbunden. Für ein gesundes Geschäft müssen die Einnahmen höher sein als die Kosten. Nur wenn alle Faktoren stimmen, kann man sich einen Überblick über die Gesamtkosten, Einnahmen und einen möglichen wirtschaftlichen Gewinn verschaffen. Die Robismo-Untersuchungen zeigen, dass zukunftsfähige Geschäftsmodelle nicht nur wirtschaftlich sein müssen, sondern oft auch einen Mehrwert für die Umwelt und Gesellschaft ergeben. Robismo hat zahlreiche ländliche Betriebe aus verschiedenen Bereichen wie Lebensmittelherstellung und Landwirtschaft, umweltverträgliche Wertschöpfungsketten und biobasierte Dienstleistungen untersucht. Die Ergebnisse können eine Inspiration für neue Ideen sein. Aber jedes Erfolgsrezept braucht auch seine ganz persönliche Note. Thank you.